Mein Name ist Angela und ich arbeite in Hamburgs kleinstes Kaufhaus. Ottensen ist für mich ein belebter Stadtteil, wo Jung und Alt zusammenleben. Mein Name ist Christian Schmidt und ich bin Schuhmachermeister und repariere Schuhe. Ich wünsche mir für Ottensens Zukunft, dass es bunt bleibt, dass es lebendig bleibt und günstiger wird. Also mein Name ist Peter Brauns, bin Gast mit hier in dieser Kneipe, Davidquelle. St. Pauli ist für mich, ich sag mal, ja, wie die Heimat. Ich wohne hier, ich lebe hier und ich werde wahrscheinlich auch hier nicht mehr weggehen. Ich bin der Max Kuhl, ich bin Designer für Latexklamotten. Ich persönlich hoffe, dass auch in Zukunft die Mischung, die hier auf St. Pauli vorhanden ist, bleibt und nicht noch mehr Ketten von Geschäften und allem Möglichen kommen. Janina da Costa. Mein Vater gehört dieses Restaurant hier. Das Portugiesenviertel für mich ist einfach ein Treffpunkt für jedermann, nicht nur jetzt für die Portugiesen. Es ist eigentlich wie ein Dorf. Ich bin der Marco Schneider, arbeite in der Eisencremerei Christian Weinmeister hier im Johannes-Bollwerk. Das Portugiesenviertel ist im Moment im Wandel. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass nicht weiter Traditionsunternehmen die Sache hier verlassen. Sevda Aksu und arbeite in der Bäckerei als Verkäuferin in St. Georg. St. Georg ist sehr interessant. Das ist so eine Multikulti-Gegend, kann man sagen. Hier sind mehr Ausländer als Deutsche. Ja, mein Name ist Atemi. Bin ich seit einem Jahr hier in St. Georg. Ich wünsche für die Zukunft von St. Georg mehr wachsen, mehr Kunden kommt und mehr Geschäfte läuft.